Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, hier beim DKE zu stehen. Ich glaube, ich habe ja 2019 schon mal gestanden. Ich habe so ein bisschen Déjà-vu heute. Und die Überschrift, die wir gewählt hatten, digitales Schwellenland Deutschland, warum die Digitalisierung immer noch wichtig ist. Und darüber möchte ich sprechen und besonders über den Turbo genau dieser Digitalisierung. Ich habe den Titel genannt, Aufbruch in eine neue Zeit. Ich bin ziemlich sicher, dass wir in wenigen Jahren, vielleicht einem Jahrzehnt, sagen werden, das war die Zeit vor der KI und das ist die Zeit nach der KI. Und dieses Schwellenland Deutschland, ich glaube, wir können sogar noch auf die Überholspur gehen. Jeder hat den Begriff des Leapfrogging schon mal gehört. Und ich glaube, wenn wir jetzt richtig zupacken bei der KI, dass wir uns noch ziemlich weit nach vorne beamen können. Ich habe das deshalb auch genannt, die große KI-Transformation, weil die KI wirklich alles ändert. Und dazu habe ich mal ein paar Artikel mitgebracht, die ich in den letzten Wochen so in den Zeitungen gefunden habe. In der Welt, der Professor Hüter, Vorsitzende der Geschäftsleitung des Instituts der deutschen Wirtschaft, der hat gesagt, KI ist die größte Chance auf ein neues deutsches Wirtschaftswunder. Und er hat das auch beziffert. Er hat gesagt, oder sein Institut sagt, das ist eine wertschöpfende, neue Wertschöpfung, irgendwas zwischen 330 und 585 Milliarden Euro pro anno. Und ich glaube, dafür würde es sich lohnen, mal ein bisschen zu bücken. Gleichzeitig habe ich drei Pressemitteilungen mitgebracht. Einmal von OpenAI. OpenAI wird im Moment mit 80 Milliarden US-Dollar bewertet, vielleicht inzwischen auch mit 100. Man weiß es nicht genau. Mistral, hier steht noch irgendwas von 300 Millionen Euro. Tatsache, die haben inzwischen eine Bewertung von 6,4 Milliarden Euro und haben quasi nochmal knapp 680 Millionen Dollar Venture Capital bekommen, also jetzt in Summe eine Milliarde. Das ist für ein Startup mit 60 Mitarbeitern beachtlich, würde ich sagen. Ja? Hat es auch so noch nicht gegeben. Auch wie Aleph Alpha, die immerhin 500 Millionen Dollar bekommen haben sollen. Da gibt es allerdings jetzt ein paar Fragezeichen. Ich habe dann geguckt, was sagt denn die Börse eigentlich zu dem ganzen Thema? Und die Börse sagt, der DAX sei deshalb so hoch, relativ dauerhaft hoch, heute steht er irgendwie bei 18,2, weil erstens, man erwartete eine Zinssenkung, die inzwischen ja auch erfolgt ist. Zweitens, man erwartet, dass der Bodensatz in der Wirtschaft sich inzwischen gebildet hat. Und drittens, dass die künstliche Intelligenz, die Produktivitätssteigerung jedes Unternehmens in Deutschland so dramatisch steigert, dass die Kurse gerechtfertigt sind. Denn der Aktienkurs ist ja immer ein Kurs in der Zukunft, ist ja nie der heutige Wert, ist ja immer das, was man erwartet. Und wenn wir mal genau überlegen, woran das denn liegt, wie kommt das denn eigentlich? Was die Regel, die dazu führt, dass die so euphorisch sind oder so optimistisch positiv, würde ich das mal nennen, das liegt daran, dass diese beiden Welten, diese Online-Welt, die Welt, wo wir noch mal eben gucken, ist die E-Mail gekommen, ist der Auftrag da, welchen Termin habe ich als nächstes? Und dann, wo wir vielleicht nachher noch eine Tasse Kaffee zusammen trinken, in der physischen, in der realen Welt, die gehören halt untrennbar zusammen. Am besten wird das deutlich, wenn man so ein Auto mit so einem Head-Up-Display denken. Da gucken wir dann in diese digitalen Einblendungen, in die Windschutzscheibe, gucken da durch, in die Realität. Da ist jetzt aber ein Bild. Das ist untrennbar, sind diese beiden Welten miteinander verbunden. Und genau das ist passiert mit der digitalen und der realen Welt. Und drei Regeln sind dafür verantwortlich. Alles, was sich digitalisieren lässt, wird digitalisiert. Alles, was vernetzt werden kann, wird vernetzt. Und immer, wenn es digitalisiert und vernetzt ist, kann ich es auch automatisieren. Das ist die Erfolgsformel der Digitalisierung. Und jetzt
kommt der Turbo der künstlichen Intelligenz quasi noch dazu. Denn das ist, was im Handelsblatt ist inzwischen auch schon wieder fast ein Jahr, war im Juli letzten Jahres ein Sonderheft, hat es noch nie gegeben, dass das Handelsblatt ein 80-seitiges Heft nur zu einem Thema gemacht hat, der künstlichen Intelligenz. Und sie nannten das Aufbruch in eine neue Zeit. Und das hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, ja, die haben recht, das ist der Aufbruch in eine neue Zeit. Und der Untertitel war, wie die KI uns und unsere Welt verändern wird. Weil es geht nicht nur um das, was um uns rum ist. Das wird uns alle selber auch beeinflussen und auch verändern. Und zwar in einer Art, wie wir es schon kannten, von der Dampfmaschine. Als die Dampfmaschine 1750, 1760 in England das Licht der Welt erblickte, da hat das die sozialen, die politischen, die ökonomischen und die ökologischen Rahmenbedingungen radikal verändert. Machen wir uns das nochmal klar. 1750, 80% der Bevölkerung lebte auf dem Land. Die haben beim Landwirt Sachen angebaut und geerntet. Übrigens, die haben dafür kein Geld bekommen. Die kriegten Unterkunft und Verpflegung, weil die Marktwirtschaft war auch noch nicht erfunden. Das ist alles nur das Ergebnis dieser einen Maschine. Und meine Vorhersage, das, was damals passiert ist, wird jetzt nochmal passieren. Nur die Dampfmaschine der Neuzeit heißt künstliche Intelligenz. Die sozialen, die politischen, die ökonomischen und die ökologischen Rahmenbedingungen werden sich radikal verändern. Und zwar in den nächsten 5, 10 Jahren. Davon ist heute auszugehen. Selbst unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagt, naja, in 2035 wird es wahrscheinlich keinen Arbeitsplatz mehr geben, der nicht irgendwie von der KI tangiert sein wird. Ja? Selbst Andrea hat ja gesagt, sie nutzt das für Vorbereitungen, für Gespräche, für Agenten und so weiter. Tatsache ist, ich glaube, er hat recht. Ich glaube nur, er irrt in einem Punkt. Das wird nicht bis 2035 dauern. Das wird 2027, 2028 längst passiert sein. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, ja warum? Worum geht es denn eigentlich bei der KI? Es geht um Geschwindigkeit, um besseren Kundenservice. Es geht um das Ablösen von Routinetätigkeiten, von Produkt- und Service-Innovationen. Es geht um Kostenreduktion, es geht um Personalisierung, es geht um Umsatz. Schlussendlich geht es um unser aller Wettbewerbsfähigkeit. Wenn wir diesen Zug der KI nicht nehmen, wird es in Deutschland finster werden mit der Wirtschaft. Und ich erkläre auch gleich, warum. Und das hat mit etwas zu tun. Sie sprechen heute hier von der All Electric Society. Worum geht's? Es geht um Energie. Es geht darum, wie Energie übersetzt werden kann in Arbeit. Da kommt unser Wohlstand her. Und die Frage ist, wie machen wir das? Früher haben wir das ganz einfach gemacht. Wenn ich Ihnen gesagt hätte, hier sind 20 Zentner Sand, hier ist eine Schubkarre, dann hätten sie viel Pasta gegessen und ich hätte gesagt, dann schaff die jetzt mal in die nächste Großstadt. Dann hätten sie gesagt, naja, werde ich ein paar Wochen für brauchen. Weil es ging darum, wie sie die Energie, nämlich in dem Falle ihre Nahrung, umsetzen in Arbeit. Ja, wenn wir 5 Wochen nichts essen, dann ist wenig mit Arbeit noch. Dann liegst du eher flach. Wenn ich Ihnen jetzt sage, pass mal auf, ich habe hier einen 30-Tonner, und 50 Liter Diesel oder so und so viel Kilowatt Energie, dann setzen sie sich in den angetriebenen LKW oder nutzen die 50 Liter Diesel, weil in den 50 Liter Diesel steckt so viel Energie, wie 1000 Mann am Tag arbeiten können. Das heißt, es geht immer nur um die Übersetzung von Energie in Arbeit. Und das tut man halt mit mechanischen Mitteln, mit Hilfsmitteln, mit Elektrifizierung. Und das heißt, der erste Grundsatz für Wohlstand heißt Verfügbarkeit von günstiger Energie. Wenn Energiepreise raufgehen, geht Wohlstand runter. So einfach ist das.
Und dann brauchen wir aber noch was. Wir brauchen Verkehrsmittel, aber wir brauchen auch die Strecken, das Mittel, das die Mobilität gewährleistet. Das waren früher mal die Flüsse. Alle reichen Städte im Mittelalter lagen an Flüssen. Warum nur da? Konnte genug Ware rangeschafft werden, da konnte man tauschen und handeln. Köln war deshalb eine der reichsten Städte im Mittelalter. Die hatten halt den Rhein und die Römer hatten dann noch ein paar Straßen dazugelegt. Und dann kamen die Eisenbahnen, dann kamen die Flughäfen und dann kam das Internet. Haben wir in Deutschland nicht so mitgekriegt, ist aber wirklich wahr. Doch, glaubt. Fakt ist, das Internet ist die Infrastruktur unseres zukünftigen Wohlstandes. Der keinen Internetanschluss hat oder noch mit seinem 28 Kilobit WLAN-Leitungsmodem rumdaddelt, der wird nicht mehr teilhaben können. Spätestens bei der Videokonferenz fällt das auf. Ja? Also, ne? Das ist digitale Mobilität. Das ist nur eine Vorstufe vom Beamen. Ja? Kennen wir ja noch. Fakt ist, die dritte Ingredienz, die wir brauchen, ist der technologische Fortschritt. Also sprich, wenn wir günstige Energie haben und wir haben Mobilitätsinfrastruktur, dann fehlt es nur noch an Fortschritt. Und aus meiner Sicht der wesentlichste Fortschritt, der uns in den nächsten 10, 20, 30 Jahren massiv begleiten wird, ist die künstliche Intelligenz. Also der sagt, ach KI, ich weiß nicht, der wird wahrscheinlich nicht mehr an diesem Fortschritt teilhaben. So einfach ist die Kiste. Das gilt für ein Unternehmen, das gilt für Privatpersonen und so weiter. Das sollten wir als Grundgesetz quasi ventilieren. KI wird wahrscheinlich einen Produktivitätsschub von 25-90% bringen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie machen es und Ihr Mitbewerber nicht und Sie begegnen dem 4-5 Jahre später wieder, wahrscheinlich beim Insolvenzrichter. Das ist kein fairer Wettbewerb. Jede Organisation wird sich damit auseinandersetzen. Übrigens, wir sagen zu KI nicht künstliche Intelligenz, wir sagen kollaborative Intelligenz, weil es wird uns bei den Routinearbeiten unterstützen. Und in wenigen Jahren werden wir Gewerkschafter hören, die sagen, jeder Mitarbeiter hat Anspruch auf einen KI-Assistenten. Wäre bekloppt, wenn ich die Arbeit nur selber machen müsste, oder? Angepasste KI wird notwendig sein. Wir sollten nicht uns jetzt alle auf ChatGPT stürzen. A, ist das nicht gut genug? Und B, wir verpassen dann die Hälfte der Chancen, die vor uns liegen. Die Organisationen werden, so wie sie heute mit IT umgehen, auch lernen müssen, mit KI umzugehen. Und zwar mit einer sicheren, mit einer zuverlässigen und einer rechtskonformen KI. Nicht mit dem, was man heute auf dem Spielplatz bekommt, draußen im Netz. Ja? GPT, Vorsicht. Jedes Unternehmen, meine Prognose, wird in 3-5 Jahren nicht nur ein paar KI-Anwendungen haben müssen. Jedes Unternehmen wird ein eigenes KI-Modell haben müssen. Ja? Weil sonst funktioniert das überhaupt nicht. Sie werden im Wettbewerb nicht mehr bestehen können. Und das sollte wirklich jeder verstehen. Wir leben in der 5. Stufe der industriellen Revolution. Gucken wir doch noch mal nach hinten. Wie war das denn damals? 1750, Dampfmaschine, die industrielle Revolution ging los. Die Leute gingen erstmals in die Städte. Jetzt kriegten die auf einmal Gehalt. Die Marktwirtschaft wurde erfunden. Dann kam die zweite Stufe der industriellen Revolution. 1894 auf der Weltausstellung in Paris wurde das Licht angemacht. Und die Energie wurde besser verteilbar. Ne? Vorher gab es ja die Dampfmaschine, die flog uns ständig um die Ohren. Deshalb mussten wir einen TÜV erfinden. Ja? Und jetzt auf einmal konnte ich dünne Kabel bis in die letzte Ecke des Industriegeländes, der Fabrik legen und die Energie war verfügbar und besser verteilbar, ohne dass mir Kessel oder irgendwelche Keilriemen um die Ohren flogen. Und dann kam die IT in den 1950ern, 1960ern, die hat dann Automatisierung mitgebracht, die Computer waren noch groß wie Schränke, aber beachte, der Arbeiter,
der 1750 noch nichts besaß, außer das, was er im Leib trug, der hatte 1960 ein kleines Häuschen im Grün, der hatte einen VW Käfer und fuhr mit dem Käfer einmal im Jahr nach Italien mit der ganzen Familie in Urlaub. Übrigens, der Urlaub war auch nur geschuldet dem technologischen Fortschritt. Und dass der so einen Wohlstand jetzt hatte, das Häuschen, das Auto, das war nur geschuldet dem technologischen Fortschritt der letzten 200 Jahre. Und übrigens, wenn wir in 100 Jahren zurückblicken könnten, würden wir feststellen, das war wieder so. Der technologische Fortschritt hat uns den neuen Wohlstand gebracht. Der ist anders, garantiert, aber es wird wieder so sein. Und dann kam dieses schreckliche Ding mit dem Internet, was wir ja gar nicht gemerkt haben hier in Deutschland. Da wurde die Welt neu verteilt. Also im Klartext, vor 35 Jahren, wer waren denn noch mal die wertvollsten Unternehmen der Welt? Weiß es noch einer? General Electric, General Motors, Daimler, Chrysler, Siemens. Ah, und heute, 35 Jahre später, nach dem Internet, Microsoft, Nvidia, Google, Apple, Facebook, Meta, Amazon und Alibaba. Fällt euch irgendwas auf? Was machen die eigentlich? Die machen Daten oder Service. Weil das ist das, was Wertschöpfung von morgen produziert. Ne? Wir dengeln zwar lieber an Blechen rum, aber ist ja, macht ja nichts. Ne? Man muss sich mal eins klar machen. Eine Firma wie Microsoft, die heute 3,3 Billionen, also 3.350 Milliarden wert ist. Wie viel ist VW heute wert? 65 Milliarden. Also das ist der Rundungsfehler in der Portokasse von Microsoft. Ja, im Ernst. Und den Rundungsfehler will keiner in seiner Portokasse haben. Das werdet ihr bald erleben. Also, das heißt, da hat sich ein bisschen was getan. Ein bisschen. Und jetzt sind wir in der fünften Stufe der industriellen Revolution. Deshalb lache ich immer, wenn wir über Industrie 4.0 reden. 4.0 war Automatisieren. Wir reden doch längst über autonome Systeme. Tut euch den Gefallen und googelt mal den Unterschied zwischen einem autonomen System und Automatisierung. Das hat gar nichts miteinander zu tun. Das klingt nur ähnlich. Das ist so, als hättest du in dein Auto eine Automatik eingebaut oder ein autonom fahrendes Fahrzeug. Da sitzt du nämlich hinten, nicht mehr vorne im Driver Seat. Ja, das ist der Unterschied. Das müssen wir verstehen. Das Problem wird sein, das hat 200 Jahre gedauert von der ersten bis der vierten industriellen Revolution. Die fünfte, die jetzt in Gange ist, KI, Blockchain, generative KI, das Internet der Dinge, das passiert aber genau jetzt. Und dafür brauchen wir eine Vision. Wir brauchen eine Vision, um damit umzugehen. Wir brauchen die Kompassnadel, die uns sagt, wo es lang geht. Ja? Der Kompass ist das, was auf dem Schiff zu betrachten ist, wenn raue See ist und schlechte Sicht. Dann kann ich da hingehen und zumindest den groben Kurs halten. Habe ich keine Vision, weiß ich doch gar nicht, wo ich hinfahre. Übrigens das größte Problem im Moment in der aktuellen Politik. Vollkommene Visionsbefreitheit. Ja? Das wäre anders. Deshalb haben wir auch kein Bewusstsein für das, was da gerade passiert. Und wir können noch nicht mal eine Haltung dazu haben. Weil Technologie ist nicht gut oder böse. Da kann ich alles mitmachen. Die Chinesen bauen mit KI und Kameras einen Überwachungsstaat. Das wollen wir wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen die Haltung dazu haben, um dann diese große Transformation einzuleiten. Und ein Beispiel für mich ist eine Smart City. Und das ist ja sehr nah dran an dem, was Sie jeden Tag tun. Sie machen Dinge intelligent und hoffentlich intelligenter und vernetzt. Eine smarte City, in der Milliarden von Sensoren alles steuern werden. Wann die Heizung rauf und runter gefahren, Licht, Jalousien, Klimaanlagen, die werden auch den Verkehr steuern. Und übrigens, das wird gesteuert durch eine KI, ist doch selbstredend. Weil da wird keiner in einem Büro sitzen und die Knöpfe an- und ausdrücken. Eine smarte City
wird 50-90% weniger Energie verbrauchen als eine unsmarte City, weniger Rohstoffe, weniger Verkehr produzieren, weniger Ressourcen verbrauchen und die wird natürlich weniger Abfall und Pollution produzieren als eine unsmarte City. Und wenn demnächst 8 Milliarden Menschen, und das wird 2050 der Fall sein, in Städten leben und hoffentlich dann in möglichst smarten, dann werden die 50-90% weniger von allem verbrauchen. Ja? Und da sind Sie die Garanten, dass das auch passieren können, wird. Was wir jetzt brauchen, wir müssen nicht mit ChatGPT rumspielen, ja, und KI-Applikationen basteln, ja, hat man am Anfang der IT auch mal gemacht, hat jeder selber programmiert. Wir brauchen sowas wie die SAP der KI, wir brauchen Standards, wir müssen die Prozesse in KI formulieren und auf Basis von Foundation Models dann abbilden. Dazu sollte man diese sogenannten Large Language Models nur als Autobahn gebrauchen. Die kriegen von uns keine Daten, das muss sichergestellt werden. Was wir wollen, ist eine Unternehmens-KI. Also das Ende des Suchens. Nie mehr werden Sie irgendwas in Ihrem Unternehmen suchen müssen. Kann ich auch gleich mal kurz zeigen. Aber was man dazu braucht, sind sogenannte Industriedomain-Models, also Sprachmodelle, die Ihre Industrie, weil die Elektroindustrie spricht eine andere Sprache wie die Logistik oder die Logistik eine andere wie die Banken und die Banken wieder eine andere wie der Bauunternehmer. Das müssen wir verstehen. Und übrigens, diese Industrie-Domain-Models, das sind die Chance auch für Sie, für Normen, für Gestalten und für das, die Normen und die Zukunft machen. Weil wir haben die Chance, unser Wissen jetzt genau in solche Modelle zu packen und die als Exportschlager dann auch zu vermarkten. Was letztendlich gewünscht ist von jedem Unternehmen, das ist ein solches Modell. Das ist so eine Unternehmens-KI. Da sind alle Daten drin, die strukturierten, die unstrukturierten, Ihre Data Warehouse-Daten, Ihre Excel-Files, natürlich Zugang zum SAP, zum ERP, zum CRM, aber das in einem Dialog und egal, woher man kommt. Entscheidend ist, dass nur die Leute Zugriff haben, die auch die Rollen- und Rechte-Konzepte erfüllen. Ob das dann interne oder externe Benutzer sind, spielt dabei keine Rolle. Das ist was wir jetzt brauchen. Und da gibt es schon viele Beispiele. Ich kann Ihnen das nachher mal demonstrieren fürs Institut der deutschen Wirtschaft, die Tausende von Studien haben. Und wir können die einfach anrufen und sagen, sag mir doch mal, was ist in der Elektroindustrie, welche Auswirkungen kann KI und welche Chancen wird sie dort haben? Und dann wird mir das aus Hunderten von Studien zusammengetragen. Die Studien, die übrigens nie etwas voneinander wussten. Und ich habe hier noch ein schönes Beispiel mitgebracht, was wir fürs Erzbistum Köln, auch die Kirche braucht KI, ja? Vielleicht mehr als wir denken, speziell auch in Köln, aber das ist eine andere Geschichte. Tatsache ist, die hilft den Mitarbeitern, die richtigen Formulare zu finden. Oder im Ausschreibungsmanagement, 800 Seiten Ausschreibung, die von 5-6 Ingenieuren bearbeitet wurde in 5-6 Wochen. Das machen wir jetzt in 1,5 Stunden. Oder Logistik, Lieferscheine erfassen, ein Pain in the ass. Ja? Kein Lieferschein ist ähnelt auch nur dem anderen. Und jeder hofft, dass das ein Kaffeefleck ist, das braune da drauf und nichts anderes. Ja? Fakt ist, die können wir heute fotografisch erfassen, inklusive der handschriftlichen Notizen, die zwei Dinger kommen nächste Woche. Ist überhaupt kein Problem. Und das wir uns dran gewöhnen, das geht in Windeseile. Ich habe Ihnen hier mal ein Vorgehensmodell. Wir sagen, wir sprechen über sogenannte Sprints. Wenn Ihnen jemand sagt, ja, das dauert und das ist eine Sache von 6-8 Wochen, dann haben Sie Ihre Unternehmens-KI aufgesetzt. Und wenn Ihnen irgendjemand was anderes erzählt, schmeißen Sie den raus. Der hat keine Ahnung. Fakt ist, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass sich die Weltwirtschaft dramatisch geändert hat. Wir leben jetzt in der Zeit von Josef Schumpeter. Die schöpferische Zerstörung ist notwendig,
um Systemfehler zu beheben oder zu vermeiden und eine Neuordnung in den etablierten Wirtschaftssystemen zu schaffen. Und genau das passiert im Moment. Und wir müssen uns halt klar machen, bei all den Krisen, die wir um uns herum haben, wir befinden uns aktuell im Wechsel von einer Industriegesellschaft hin in eine Wissens- und Informationsgesellschaft. Es wird weiter Produkte geben, aber die Information über das Produkt wird vielleicht wertvoller sein als das Produkt als solches. Und wenn wir glauben, das wäre bisher alles sehr schnell gegangen, dann kann ich nur sagen, wir leben jetzt gerade an dieser Biegung, wo es steil nach oben geht. Ich erkläre das immer am liebsten am Beispiel Jules Verne. Jules Verne hat 1886 20.000 Meilen unter dem Meer geschrieben und 4 Jahre später, glaube ich, die Reise zum Mond. Und dann hat es 100 Jahre gedauert, bis der erste Mensch im Marianengraben und der erste Mensch am Mond war. Warum? Weil die Technologie war noch nicht da. Wenn heute ein Elon Musk oder ein Jeff Bezos sagt, ich fliege zum Mars, dann ist der 5 Jahre später, mit seiner eigenen Rakete auf der ISS-Raumstation. Warum? Weil die Technologie jetzt da ist und es geht. Punkt. Aus 100 Jahren technologischem Fortschritt sind gerade 5 geworden. Und wenn Sie denken, das ging heute schnell, in wenigen Jahrzehnten werden wir jedes Quartal den Fortschritt des letzten Jahrhunderts erleben. Wenn die Andrea dann wieder 3 Monate Sabbatical macht, kommt die zurück und dann hat die schon wieder 100 Jahre verpasst. Ja, das klingt lustig, ist aber durchaus ernst gemeint. Und deshalb sage ich, keine Angst vor der KI, aber bitte vor der natürlichen Dummheit. Ja? Weil KI haben wir noch nicht genug auf diesem Planeten. Die wird uns helfen, den zu retten. Aber natürliche Dummheit haben wir manchmal im Überfluss. Und zum Schluss ein Zitat von Antonio Gramsci. 1937 hat er gesagt, die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, das ist die Zeit der Monster. Wir haben eine Zeit der tiefen sozialen Instabilität. Damals waren die Monster Adolf Hitler, Stalin, Mussolini, jetzt heißen die anders. Die heißen jetzt Trump und Putin, Erdogan, ne? Die verarschen uns jeden Tag, Gauland, Weidel und so weiter. Und die erzählen uns wieder was vom Nationalismus. Lassen wir uns davon nicht blenden. Danke.